Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist soweit. Es ist Saisonstart. Endlich geht's wieder um Punkte. Endlich geht's wieder um alles. 25 Autogramm. Bist du so begehrt? Leider nicht. Leider nicht? Ey, was machst du damit jetzt? Ich lasse sie unterschreiben von den Jungs. Ach so, also du unterschreibst deine gar nicht selber, sondern die Jungs unterschreiben. Ich gebe dir jetzt ein Schlagwort und du sagst mir, was du damit in Verbindung bringst. Okay. Einfach da, einfach nah. Einfach da, einfach nah, was war das? Ich weiß nicht von... SWK. Jo. Ach du heiliger Bimbam. Also pass auf, ich erkläre es euch. Das ist Business Club Nummer 1 und das ist Business Club Nummer 2. Das sind die ganzen Platzbestuhlungen für die Sponsoren. Kannst du einmal hier ganz nah rangehen? Warte, wow, was haben wir denn da? Siehst du dieses nervöse Augenzucken da? Oh ja. Das ist, weil du mich so stresst und das stresst mich auch hier. Wieso stress ich? Ich bin total entspannt. Wir haben nur 3 Probleme für die Sponsoren. Nein, oh! Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ja, meine Aufgabe ist, da. Das ist deine Aufgabe, ja. Christian Preis. Wo ist die Anmeldebox? Hast du denn eine Tablette? Auf dem Tisch. Das ist ein Karton. Ist das jetzt der. Ist das dann jetzt unsere neue Anmeldebox? Sieht ja jetzt schon mal besser aus. Kam gerade die Info rein, dass Selb im Stau steht? Selb steht im Stau. Voraussichtliche Ankunft 7:30. Okay, heißt, wie läuft jetzt so ein Notfall bei uns jetzt hier ab? Wir nehmen Kontakt zur Gastmannschaft auf, gehen im nächsten Step hin, werden mit der Arena alles weitere besprechen. Ja. Da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran, ne? Sicherheitsdienst, Einlass und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch die Fans. Ja, frage ich dich, was ist los? Ja, ich weiß nicht, wann wir anfangen, ne? Mit dem Spiel. Sag ich mal ehrlich. Hast du deine Informationen, Simon? Nee, vielleicht. Was gibt's denn bis jetzt? Die kommen zu spät. Also, Pausenspiel. Ich habe hier die Box jetzt und alles mitgebracht. Ne? Das muss ja alles aufgebaut werden. Das ist unfassbar kompliziert, alleine mit diesem Wagen durch diese Türen in der Arena zu fahren, weil die da nicht ganz so durchpassen, wie man sich möchte, wie man sich das erwünscht. Ich hätte einfach nur diese Kackbox da drauf stellen müssen. Zack. So, jetzt haben wir doch hier completely completely. Box ist da, Zettel sind da, Stifte sind da. Perfekt. So, wir haben jetzt 16:30 Uhr. Sprich, jetzt haben wir gerade kommuniziert nach außen, dass wir später anfangen. Und die Anmeldung zum Pausenspiel steht. So, also von unserer Seite ist tatsächlich alles vorbereitet. Wir können loslegen. Ich gucke auch mal gleichzeitig direkt auf die Uhr. 18.20 Uhr bedeutet, eigentlich müsste in 20 Minuten das Warm-up losgehen. Ihr seht, die Halle ist schon offen und hier müssten eigentlich die Gegner sein. Also, ich mache heute die Ansprache für euch. Jungs, noch steht's 0:0. Wir spielen heute gegen Krefeld. Ihr schafft das alle. Wir haben zwar Busbeine, aber wir haben Beine. Volli hat übrigens, während er hier Stadion-DJ ist, auch noch einen zweiten Job. Ein 9er Chicken Nuggets, die Sauersoße, eine Pommes und einen kleinen Milchshake. Wisst ihr, worauf ich mich richtig freue? Trotz dieser ganzen Verspätung und alles, die Choreo. So, wir haben es 19.02 Uhr um 19.04 Uhr. Sollen die selber Wölfe ankommen? Ich bin sehr gespannt. Wie ist das für dich, wenn das Spiel jetzt nach hinten verschoben wird? Wie ist das als Spieler, sich warm halten? Genauso wie Zuschauer, sehr langweilig und auch nervig. Ja? Ja, finde ich schon, oder? Weil man sich dauerhaft weiter fokussieren muss und... Ja. Da sind sie. Neue Saison, neue Pregame-Show. Auch eine geile Saison. Yes. Ich bin echt aufgeregt vom ersten Hallo Krefeld wieder. Oh, wirklich? Stimmt! Ja, wirklich. Jetzt geht's los. Leute, und jetzt kommt das Comeback des Jahres. Hallo Krefeld! Hallo Krefeld! Herzlich willkommen, die beiden in Berlin noch zusammengespielt. Frank Hörtler und Alex Weiß.
9. Somit gehen wir rein in die Saison 24-25. Auf Tor oder kein Tor? Wir fangen später an. 13 Minuten sind gespielt und es steht 4-0. Boah. Und jetzt beginnt unser neues Drittelpausenspiel. So, Ziel ist es, 5 Pucks in dieses Tor zu buxieren. Und die Frage ist natürlich, wer von den beiden trifft mehr? Oh! Das ist ein Unentschieden. Gleich müssten die Jungs doch wieder rauskommen. Zweite Drittelpause. 60. Spielminute. Ganz knappes. Tor. 6. Flieg. Und alle trotzdem noch weiter voll im Fokus. Sondern alle absolut drin. Außer Maxi Kader. Ja, come on, boy. Gibt es einen tollen Preis aus dem Regenbogen Fanshop? Ey! So, wir gehen rein. Ins letzte Drittel. Weil wer kommt immer als erstes raus? Der Goalie. So. Heute auch als Betreuer. Ich habe dem Weiße gerade einen Schläger gegeben. Der wollte Schläger tauschen. Habe ich ihm rausgegeben. War das gut? Danke. Die Energietankstelle. Schmeckt wie Cola-Eis. So, die letzten 30 Sekunden laufen 8-0. Und das haben wir doch alle vermisst, oder? Und somit gewinnen wir das erste, den ersten Spieltag. Das erste Spiel gegen die Selberwölfe mit 8-0. Und das